Alfreds Vermächtnis, 878, Abtei von Ringwood, Britannien. König Alfred kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, wenn er die Wikinger in Schach halten will. Nur mit Elrics Aussage kann er die edlen Männer des Witenage Mods überzeugen, die Alfreds Macht um jeden Preis eindämmen wollen. Von der Insel Eel geflohen, war ich voller Angst. Ich wuchs auf einem Bauernhof auf und wurde zur Klosterschule geschickt. Ich hatte nie etwas anderes gesehen, war nie etwas anderes gewesen. Und plötzlich trug ich die Seelenlast all meiner Brüder und Schwestern im Geiste auf meinen Schultern, die sich geopfert hatten, sodass ich vielleicht lebte und ihre heilige Reliquie beschützte. Es war unerträglich. Und als ich so müde und geplagt war, wandte ich mich meinem Herrn zu und, wie versprochen, verschaffte er mir Ruhe. Dafür werde ich bis zum Ende meiner Tage dankbar sein. Bruder Elric, ich benötige dich. Gewiss, mein König. Ich bin stets zu Diensten. Dann komm mit mir. Ich entschuldige mich für mein unangekündigtes Erscheinen, aber du wirst verstehen, dass die Sache vertraulich bleiben muss. Bitte, es sind keine Entschuldigungen notwendig. Du musst wissen, Elric, die Zeit drängt. Ich führe Krieg. Einen Krieg mit den Dänen. Ja, aber auch mit den Ättelingen meines Reiches. Sicher würdest du keinen Krieg gegen die unseren führen. Nicht mehr. Dieser Krieg ist ein politischer. Ein Krieg des Geistes. Und voller störrischer Köpfe. In der Kirche mangelt es uns auch nicht an Starrsinn. Diese Ättelinge weigern sich zu verstehen, dass wir zusammenstehen müssen, wenn wir weiter über die Dänen siegen wollen. Und vereint zu sein bedeutet, dass einer von uns für viele sprechen muss. Doch sie sehen darin ein Greifen nach der Macht, als würde es ihre Gewalt untergraben, in die Oberhand zu geben. Alles, was ich tue, ist für das Überleben des Landes, unseres Volkes, für die Königreiche. Egal ob Wessex, Northumbria, Mercia oder sogar East Anglia. Unser Glaube und unsere Werte sind dieselben. Ich bin es nicht, den du überzeugen musst, mein König. Ohne dich wären wir bereits eine verblasste Erinnerung, überdeckt vom Blutvergießen der Heiden. Unser Sieg über Guthrum und die anderen Dänen gibt dem Witenagemot allerdings falsches Selbstvertrauen. Ich darf nicht zulassen, dass ihr Hochmut unser Untergang. Wir müssen auf den nächsten Angriff vorbereitet sein. Und alle folgenden. Welche Rolle könnte ich spielen, sie zu überzeugen? Du warst viele Jahre an meinem Hof. Du kennst mein Herz und ich weiß, so wie auch sie, dass du unserem Herrn über alle Maßen treu bist. Auf mich werden sie nicht hören, aber am Willen unseres Herrn können sie nicht zweifeln. Wir brauchen den Bischof. Überzeuge ihn, zu meinen Gunsten beim Witenagemot zu sprechen. Die anderen Fürsten werden keine Wahl haben, als meinen Bitten zuzustimmen. Sicher wird Gott mir in diesem Unterfangen helfen. Ich habe Bischof Denewulf bisher nicht getroffen. Hat er Thunbjörns alte Heimstatt übernommen? Natürlich. Du warst ja nicht hier, seit der Neuaufbau begann. Ich führe dich hin. Diese Stadt ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Burgen, die ich überall in Wessex bauen will. Und schließlich auch im ganzen Land. Mit Festen wie Winchester, nicht mehr als einen Tagesritt von jedem Dorf entfernt, wird das gemeine Volk geschützt sein. Oh.
Ich habe diese Ruinen schon immer gemocht. Sie sind die beste Erinnerung daran, wie jede große Macht zusammenbricht, wenn ihr Volk sich uneins ist. Und doch sind einige Mauern der Stadt auf römischem Fundament gebaut. Dir entgeht nichts, Elric. Es ist, musst du wissen, weniger wahrscheinlich, dass die Heiden unsere Befestigungen bemerken, wenn die Grundmauern schon vorher hier waren. Da ist König Elfred. König Elfred ist in unserer Straße. Willkommen, oh willkommen, Herr. Da ist er. Ob ich seine Hoheit bitten kann, meinen Abort zu verschönern? Pass lieber auf dein Mundwerk auf, wenn seine Wachen dich nicht niederschlagen sollen. Das schaffe ich schon gut allein. Ich bin unendlich stolz auf unser Münster, die erste Kirche meines Königreichs. Es ist beeindruckend. Obwohl ich zugeben muss, mein Herz sehnt sich nach dem schlichten Trost, den eine Zufluchtsstätte wie Chippenham bieten kann. Sie dienen verschiedenen Zwecken. Als Herz des Bistums Winchester muss diese Kirche all jene willkommen heißen, die unseren Herrn suchen. Ich hoffe, sie eines Tages auszubauen. Aber gerade habe ich Drängenderes zu tun. Mein Herr! Mein Herr! Was ist denn, Kind? Meine Mama ist krank. Sie steht nicht auf. Bitte! Oh, bitte, hilf ihr! Bring mich zu ihr. Sie ist in der Krankenstube. Ich sagte zu ihr, Mama, du verbrennst ja. Aber sie wollte das Haus nicht verlassen. Also nahm ich ihre Hand und wir gingen zu den Schwestern. Aber sie sagen, es gibt nichts, was sie tun können. Dann sah ich dich. Und ich wusste, du könntest helfen. Du bist der König. Meine Mama sagt, du bist Gott ganz nah. Du bist ihm näher als ich. Gemäß der ureigenen Worte unseres Herrn. So nah sah ich ihn noch nie. Ein stattlicher Mann. Der König. Bin ich tot, Herr? König Elfred ist gekommen, uns zu helfen. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Elric. Hast du in deiner Zeit als Heiler je eine Krankheit dieser Art gesehen? Ich müsste mir das näher ansehen, aber sicherlich können unsere Schwestern sie vortrefflich versorgen. Oh, mein König. Träume ich? Spare deine Kraft. Ich fühle, wie ich entschwinde. Ich werde dafür sorgen, dass sich gut um deine Tochter gekümmert wird. Sollte es notwendig sein. Möge der Herr dich segnen und bewahren. Möge er dir sein Antlitz zeigen und dir gnädig sein. Amen. 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 Oh, danke, mein König. Danke. König Elfred ist gekommen, uns zu helfen. Du bist ein guter König. Ich versuche, für mein Volk da zu sein. Ich ertrage es nicht, noch mehr Unschuldige sterben zu sehen. Ich habe Mauern und Brücken gebaut. Habe meine Träume wahr werden sehen. Und doch sind wir immer noch in Gefahr. Deswegen brauche ich die Zustimmung des Witenagemuts. Wir müssen so viele Burgen und Festen bauen wie notwendig, die sich über das Land ausbreiten. Und jede dieser Festen soll unter der Aufsicht ausgebildeter Männer sein, die uns beschützen können, wenn die Zeit kommt. Du hast alles durchdacht. So ist es. Und doch werde ich von eben jenen Männern erstickt, die mich unterstützen sollen. Dank unserer Mühlen kann ich sicher sein, dass meinem Volk nie das Brot ausgeht. Zumindest, wenn ich mich von den Leiden fernhalte. Ich fürchte, ich bin eher zum Herrschen, denn zum Backen geeignet.
Wir haben die Wohnstadt des Bischofs erreicht. Hier verlasse ich dich. Die Etelinge erwarten mich in der Vitenagemoth-Halle. Ich zähle auf dich, Elric. Ich werde seine Zustimmung erwirken, Herr. Unsere Zukunft hängt davon ab. Die Kirche teilte die Welt nach römischem Vorbild in Diözesen auf, die jeweils von einem Bischof geleitet wurden. Der Bischof hatte die Aufgabe, über die Diözese zu regieren und den gläubigen Bewohnern geistlichen Beistand zu leisten. Die Kirche des angelsächsischen Britanniens basierte immer noch auf der Römerzeit und war Jahrhunderte nach deren Abzug die einzige Institution des Römischen Reiches, die auf der Insel überlebt hatte. Ihre Struktur befand sich allerdings in einem stetigen Wandel. Der Rückzug der Römer aus Britannien im 5. Jahrhundert hatte die Machtstruktur der Kirche zunächst erschüttert. Als das angelsächsische Britannien dann christlich wurde, schien es zunächst so, als würden alle Königreiche einen eigenen Bischof bekommen. Das bedeutete allerdings auch, dass manche Bischöfe eine sehr große Bevölkerung und sehr viel Land beherrscht hätten. Zu viel für eine ausgeglichene Struktur. Theodor von Tarsus, der Erzbischof von Canterbury, konnte dies korrigieren, indem er die Bistümer neu definierte und die gigantische Diözese von York in drei Teile teilte. Als das große heidnische Heer aus Skandinavien an den Küsten des angelsächsischen Britanniens landete, gab es ungefähr 16 Diözesen und 2 Erzbischöfe. Diözesen auf der Insel. Sie sind auf dieser Karte zu sehen und mit ihrem neuzeitlichen Namen vermerkt. Bruder, ich suche den Bischof. Weswegen? Wegen einer Sache, die ich mit dem Bischof alleine besprechen muss. Umgehend. Wie du willst. Er ist dort drüben und liest die Schreiben des Tages. Vater, dein König braucht dich. Es ist üblich, dass man sich erst einmal vorstellt, junger Herr. Ich bin Bruder Elric aus der Abtei Runkwuda. Du hast unsere wertvolle Reliquie von der Insel Ilge gerettet. Ich... Ja. Ja, das habe ich. Es ist schon lange her. Und nun bist du hier. Was bringt dich nach Winchester? König Elfred ersucht die Unterstützung des Herrn, um seine Gesetze bei den Ätherlingen umzusetzen. Es liege jedermann fern, im Namen des Herrn zu sprechen. Was sind das für Gesetze, die König Elfred vorantreibt? Wenn er Westsexe gegen die heidnische Bedrohung beschützen soll, braucht König Elfred das Vertrauen der Fürsten in seine Pläne, damit wir anderen Angriffen widerstehen. Welche Art von Plänen? Er will das Netz an Festungen ausbauen, das er mit Winchester begann. Er sieht diese Burgen als beste Antwort gegen die Angriffe der Heiden. Ein Ort für jeden Mann und jede Frau des Landes, um Zuflucht zu suchen. Wie kann ich aber sicher sein, dass ich Gott helfe und nicht nur dem Stolz eines Mannes diene? Weil unser Herr Elfred zu seinem Gesandten auf unserer Insel ernannte. Doch wird einem König die Krone vom Klerus verliehen? Nur wir, die Hirten des Herrn, können seine göttliche Wahl bestätigen. König Elfred ist ein Mann Gottes.
Er möchte das Königreich durch unseren gemeinsamen Glauben ein. Ich muss zugeben, dass es uns bei der Verbreitung der frohen Kunde geholfen hat, einen frommen Mann an der Spitze des Königreichs zu haben. Du hast mich überzeugt, Bruder. Ich glaube, dass Elfreds Absichten aufrichtig sind. Ich werde die Angelegenheit mit meinen Brüdern besprechen und eine Entscheidung treffen. Meine edlen Mitstreiter, bitte hört meine Worte. Was könntest du sonst noch zu sagen haben? Wir haben den Krieg gewonnen. Lasst uns unsere Wunden lecken und zu unseren Frauen heimkehren. Wir haben eine einzelne Schlacht gewonnen und das nur knapp. Wir müssen bereit sein, wenn die Heiden zurückkommen. Denn das werden sie. Was, wenn wir dafür zahlen, dass sie gehen? Den Dänen Tribut zu zahlen, wird sie nur ermutigen zu bleiben und mehr zu verlangen. Versteht ihr nicht? Ich schlage einen Weg vor, durch den wir jederzeit geschützt sind. Ein Heer, das ganze Jahr über, nicht nur zum Wohle meines Königreichs, sondern für unser aller Wohl. Oh, deine Ziele sind sehr klar, Fürst Elfred. In der Tat. Können wir dir die Führung unserer Männer anvertrauen? Das ist doch lächerlich. Habe ich mir nicht euer Vertrauen verdient? Mein König, Bischof Denewulf wünscht zu sprechen. Bischof, bitte. Ich bin gekommen, die Unterstützung der Kirche zu übermitteln. Der Wille unseres Herrn stimmt mit Elfreds Absichten überein. Wenn ihr Männer des Glaubens seid, werdet ihr zustimmen. Ätelinge, was sagt ihr? Trotz meiner Zweifel werde ich mich nicht gegen die Wünsche Gottes wenden. Du hast meine Unterstützung. Unsere ebenso. Vorerst. Damit ist sich das Vitenagemot einig. Um meine guten Absichten zu beweisen, lasst mich euch die Wirksamkeit meiner Festen zeigen. Bitte, folgt mir. Ich bringe sie zum Leuchtfeuer. Wenn meine Wachleute antworten, sehen sie, dass der Plan aufgeht. Elric, ich bin überaus dankbar dafür, was du heute für mich getan hast. Sag mir, wie kann ich meine Schuld jemals begleichen? Was meinst du? Wird. Zeig dir meine Ware auf. Sie sind nicht völlig verloren, Herr. Wir können sie noch retten. Aber von der Abtei Rumpruder aus kann ich das nicht. Deine Hingabe ist ein Beispiel für uns alle. Ich sorge dafür, dass du an ein anderes Münster versetzt wirst, Elric. Ich weiß auch schon welches. Ich gehe. König, nein! Das ist unter deiner Würde! Wenn ich es selbst nicht tue, kann ich es auch von meinem Volk nicht erwarten. Na, no! Nicht darf, Herr, und werden!
Möge dieses Licht ein Zeichen eines neuen Anfangs sein. Das Volk wird sich erheben und das Land zurückerobern, welches rechtmäßig seines ist.